Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Sondern Rust. Mit Christian und Brammen. Oh ja. Und wisst ihr, was wir jetzt gemacht haben? Wir haben die Türen geschert. Ich kann jetzt nicht nur meine Tür auf und zu machen. Ich kann jetzt auch Brams Tür auf und zu machen. Und die anderen Türen auch. Achso, Bram nimmt natürlich auch wieder auf. Wir haben viel zu wenig Thron. Ja, da stimme ich zu. Wir müssen mal wieder ein paar Sachen verlieren. Auf der anderen Seite ist aber auch so viel Bullshit drin, den man eventuell nie braucht. So richtig. Ich habe 500 Schuss. Was kann ich damit man. 1000 Schuss habe ich. 500.000? Ja. Alter. Ich finde, wir sollten die mal verballern gehen. Ja, das sehe ich auch so. Ja, und ist der Kor. Zum Beispiel hier auf diesen schwarzen Mann, der hier auf dem Felsen steht. Sollen wir mal. Was? Wow. Sollen wir mal in die andere Richtung gehen? Nicht immer nach unten in die Richtung, sondern einfach mal in die andere Richtung gucken, was da so ist. Ja. Echt nur die eine Truhe hier drin? Wo ist denn der Braminator? Dann wären wir zu Hause noch. So. Können wir es gerne machen. Ich müsste gerade essen nehmen vielleicht. Was sagst du, Christian? Ich sollte vielleicht nicht das ganze Essen mitnehmen. Achso. Ich habe jetzt auch 5 Waffen mit. Das ist ein bisschen viel, oder? Aber wo soll ich die anderen hin tun? Ja, komm. Haben wir keinen Platz mehr? Ja, wie ihr seht, es gibt immer noch diese Vorbereitung. Weiß jemand, was der Patch gemacht hat, abgesehen von den Türen-Sharing, was natürlich schon mal sehr wichtig ist. Da freuen wir uns sehr drüber. Keine Ahnung. Nichts Wichtiges, wahrscheinlich. Okay. Ich finde das immer noch krass, dass es nach so langer Zeit, wie Computerspiele gibt, keine richtige Definition gibt für Alpha und Beta. Aber ganz ehrlich, das ist für mich keine Alpha mehr. Tja, ich glaube, da dürfen die Entwickler für sich selbst entscheiden, wie die den Prozess... Ja, natürlich. Wie die jetzt so entscheiden schon, aber ich finde das trotzdem ein bisschen schade, weil so setzt sich halt viele Stempel immer in diesen, ich bin Alpha, ich darf Fehler haben, aber ich koste schon Geldstempel auf. Zack. Moment, das heißt. Wollten wir nicht in die andere Richtung? Ja, gehen? Aber dann müssen wir ja über den Berg. Lass lieber um den Berg rumlaufen. Ist das jetzt, was du meintest, von Rust schlecht? Nee, das ist generell. Das ist die generelle Entwicklung. Ja, aber ich meine, ist Rust ein Negativbeispiel für das, was du gerade genannt hast? Ja, also je nachdem. Es gibt halt. Man kann halt natürlich so sagen, hey, ich habe frühen Zugang zu einem Spiel. Weil ich mir dadurch mal angucken kann. Auf der anderen Seite zahlt man halt den vollen Preis für nicht fertige Spiele, wo man nie weiß, ob das mal fertig wird. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, für dich ist das keine Alpha mehr. Das heißt, darf das jetzt Geld kosten? Nö, ja, für mich ist das eine Beta. Ah, okay. Das sind neue Gebäude. Ich find's halt nur ein bisschen krass, wenn man eine Alpha hat, weißt du, die eigentlich noch im Entwicklungsstadium so in dem Sinn ist, die halt irgendwie 2500 Server offizielle Server hat. Finde ich halt irgendwie immer ein bisschen. Naja. Das stimmt. Haben wir eigentlich C4 dabei? Nö. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Hier sind alle Türen auf in dem Gebäude. Und hier ist fast eine komplette Red Suit noch drin. What the fuck? Okay. Ich hab keine Ahnung, wo Peter ist. Und Pickaxe. Oh, passt schon. In so einem großen neuen Gebäude, direkt zu Fuße der Felsen war ein neues Gebäude. Mit einer offenen Tür. Ja, ich hab keine Ahnung, wo du langgelaufen bist, weil du hast leider nicht auf mich gewartet. Hä, hey, du warst so fertig, wir standen doch alle nebeneinander, oder nicht? Ich hab keine Ahnung, wo du langgelaufen bist. Ich bin bei Bram. Ich stehe hier mit Christian an der Straße. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Ich hab jetzt den Zombie weggesnackt. Ja, ist klar. Wo ist der denn? Da, mal gucken. Vielleicht ist der. Na toll, eine Flair. Davon haben wir ja so wenig. Aber wo kommt denn hier die Radiation bitte? Achso, da. Okay. Was? Was ist das Hangar? Ich bin jetzt auch an der Straße. Ah, da oben seid ihr. Spaß, die Radiation, wie stark die schon wieder steigt. Alten, ey. Ihr schießt nämlich an. Ja. Ja. Was ist Peter denn? Da komm ich. An die Straße hochgelaufen. Hallo! Hallo. Radiation ist aber hier echt heftig, ey. Junge, Junge.
Naja. Ja, durch die Steinhäuser können wir ja mal kurz durch, oder? Und dann links. Ich grad nicht mehr. Alter, ich hab schon 250 Radiation. Oh, krass. Die Radiation ist bei mir auch wieder gesunken, witzigerweise. Je nachdem, wie weit. Also, ich bin weiter zum Hangar gelaufen, da ist die, hat die Radiation schon wieder aufgehört. Mit meiner Schrotflinte von hier oben. Ey, drei Schuss für den F4. Ja, hier oben ist Radiation, aber hier ist die nicht hoch genug, also hier sinkt die noch bei mir. Aber wir können trotzdem mal Richtung Steinhäuser laufen. Also ich bin im Hangar. Ich höre Gras ist schicker gemacht worden, soweit ich das noch weiß. Na, ich höre doch kein Flugzeug. Irgendwas ist mir noch nicht aufgefallen. Da oben ist ein Zombie. Die Sau. Oh, Pepper. Mehr ist da nicht drin. Zweimal nee, Papier schießen. Interessant. Hast du einen Schalldämpfer? Hast du uns denn schießen gehört? Nee. Haben wir auch einen Schalldämpfer? Das ist sehr gut. Komm, wir fahren so nach Zombies. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wo ihr seid. Ja, ich war ein Headshot, du Arsch. Ich bin ja nicht umgefallen. Oh, Gunpowder sich. Also ich bin am Hangar. Seid ihr am Hangar vorbei? Ja. Ah. Wir sind zur Red Town daneben gelaufen. Muss die Straße ein bisschen weiterlaufen. Also von da aus sind dann links. Oh ja. Ich glaube 85 Radiation vorne ein bisschen. Ja, dann könnte man einen Run machen. Oh ja. Warte mal, wie weit. Amir Hell! Okay, soweit reicht die Waffe nicht, ist ja witzig. Also du kannst dich unendlich weit schießen, den Zombie da hinten an der Wand treffe ich nicht. Welchen? Na, geradeaus. Also neben dem Haus ist doch eine kleine Mauer. Ja, bist du? Die treffe ich nicht. Ja, nein, die Schrotflinte. Ey, doch geil, wenn ich ihn jetzt an die Wand gerotzt hätte, weil ich sie nur geguckt hättest. Ja, das stimmt natürlich. Ja, so, lass mal reinlaufen, oder? Du bleibst ein Peter. Peter, einfach die Radiation-Pilz mitnehmen sollen. Ich hab 66 Stück davon. Ich komme jetzt langsam nach Red Town. Ich habe aber so einen Radiation Suit an, also nicht auf mich schießen, falls ich auf einmal anders aussehen sollte. Ach, guck mal, da sind voll viele Zombies. Was geht denn da ab? Na, Bram, du machst halt. Ich renn schon mal rein. Ah, cool. Sehr gut. Radiation Pills. Ich hab auch welche. Oh, das Geräusch hier ist aber nicht sehr angenehm, muss ich sagen. Normal. 250, 279. Oh. Aber wie viel kriegt man Damage? 500. Oh fuck, ich krieg Damage. Peter hat ein Problem, Peter hat ein Problem, Peter hat ein Problem. Hui. Ich hab mich eingeschlossen irgendwie. Was? Ich sterbe! Ich bin eingeschlossen. Ich werde jetzt echt sterben, ich komme gerade auf die Straße gerannt. Ich sterbe doch nicht. Boah, ich hab 780 Radiation. Oh, du verlierst jetzt die ganze Zeit Leben, oder nicht? Ja, ja. Allerdings. Hier, ich hab noch, versuch du mal zu essen. Ah, lol. Warte genau davon. Wobei, ich regeneriere so schneller, als ich verliere. Alles cool. Sollte, ja, okay. Jetzt auch hier mit einfach essen. Die Red Rack machen. Extra dahingelegt. Was macht denn das?
50 Reds weg. Ah ja. Jede von diesen Beans. Irgendwie scheint das nicht zu... Doch, funktioniert. Ist ja witzig. Ja, da drin, also selbst mit fast kompletter Radiation Suit ist das da nicht so einfach. Wie viel hast du mit dem Suit als Andresi? 110. Oh krass, mit dem Kevlar hast du nur 20. Ja, aber also wie gesagt, man kann da trotzdem nicht einfach spaßig rumrennen. Nee. Jungs, Shotgun Blueprint gefunden, den werfe ich direkt mal weg, den braucht eh kein Schwein. Wer von euch hat eine M4? Christian hat die M4, glaube ich. Oh ja, ist ein paar Schuss. Ich habe noch ein Research Kit gefunden, was glaube ich gar nicht so verkehrt ist. Ja, ich habe auch noch ein paar Schuss. Für dich, Christian. Das Christian. Stimmt. Hatten wir nicht noch die, Was ist denn eine große Largewood? Achso, Largewood, ja. Pass auf hier, falls das irgendjemand noch lernen muss. Lass mich mal kurz gucken. Large Spike Wall. Wir wollen echt. Da die. Ja, gut. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir können auf dem Server. Das ist irgendwie scheiße. Da können wir keinen niederknüppeln. Guck mal, die labern sich doch da die ganze Zeit voll. Irgendjemand wird ja wohl am Server sein. Fett. Die Frage ist nur, wo diejenigen sind. Ja. Über die Straße einfach mal weiterlaufen. Ja. Ja, warum nicht, boah. Könnte man denn hier nochmal... Ne? War das mit V? Ja. Ja. Okay. War die hier schon drin? Oh ne. Anti-Radiation Pills. Okay. The door is locked. Jetzt sind wir nämlich natürlich ein bisschen am Punkt angekommen, wo es uns ganz gut geht. Wir können uns natürlich als Ziel setzen, so ein Riesenhaus zu bauen. Das Problem darin ist, dass das anfängt zu verfallen, wenn da einige Zeit lang kein Spieler drin ist. Das ist übrigens noch eine wichtige Information, die bei Wikipedia irgendwie ein bisschen gefehlt hat. Die Wände fangen erst an zu verschwinden, wenn in dem Haus keiner sich bewegt für 5 Tage. Ey, okay. Das ist ein Blueprint. Ah, oh, toll, Shotgun. Wie gibt's denn noch Shotgun-Blueprints? Wir sind voll die Killer, Alter. Vielleicht einen harten bei. Ich hab schon wieder 130 Radiation. Was soll die Scheiße? Headshot. Wenn wir da Radiation Pills. Und. Die Radiation steigt ja auch gerade. Hast du Radiation Pills? Ja. Also wenn sich in dem Haus vergessen. 5 Tage lang keiner bewegt, wird das abgebaut oder was? Und dann fängt das an zu verfallen, wie beispielsweise Wände fallen. Aber das geht doch eigentlich. Ja, das geht auch, aber wir schaffen das nicht. Ja, vor allem, weil das sind 5 Spieltage, wa? Nee. Richtige Tage. Ja, das schaffen wir trotzdem nicht. Außerdem, keine Ahnung, jetzt so ein Megateil bauen? Na, die Frage ist, was hat man davon, ne? Ja, nicht nur das, worüber ich mir viel mehr Gedanken gemacht habe, ist, ob ich Bock habe, jetzt ewig zu warten, bis das scheiß Metal Fragment fertig ist. Ja, stimmt, das ist dann Waiting Game. Mein Gott, ich weiß gerade nicht das englische Wort für warten eigentlich. The Waiting Game! Ja, keine Ahnung. Oh, cool, 26 Gunpowder. Oh, das ist doch mal nice. Aber was finde ich ein viel witzigeres und interessanteres Ziel, das ist halt. Spannende und große Gebäude suchen und die dann kaputt machen. Ja, oder einfach ausnehmen. Und kaputt. Aber ausnehmen natürlich auch. Wie viele Steine hier rumliegen? Brauchen wir die? Nee, oder? Doch, Sulfur. Klar, brauchen wir stimmt. Die. Also die hellen brauchen wir. Ja, können wir alle mitnehmen. Die dunklen bringen ja auch Sulfur. Ja, die dunklen bringen auch Sulfur. Aber nicht viele. Der kleine Wichserstein hier jetzt gerade nicht. Außerdem haben wir so schlechte Erfahrungen damit gemacht, uns selbst so ein Haus zu bauen. Weil irgendein Idiot musste dann ein Fenster da drin haben und dann war alles kaputt. Ja. Na, da vorne haben wir doch Häuser. Ja, die habe ich nämlich auch gerade mal analysiert.
Ich will doch gerne mal wieder dahin, wo wir ursprünglich unser Haus hatten und einfach mal ein bisschen Stress machen. Das ist total geil, wenn du von einem Haus, das relativ in der Nähe ist, den Zahlencode rauskriegst. Ich meine, wie kreativ sind manche Leute? Keine Ahnung, 4x1, 4x2 bis 9 oder 0 mal probieren. Erstmal ausprobieren, ja, wa? Dann noch 1337, vielleicht klappt das ja. Dann könntest du dich immer wieder dran bedienen, ohne dass derjenige das merkt. Das stimmt. Kann man so häufig probieren, wie man will. Brute Force Methode! Na, Problem ist, du kommst halt nicht rein, wa? Stahlhaus. Also keine Fenster oder so. Ja, Stahlhaus, stimmt. Das ist natürlich krass. Hat da echt keine Fenster? Ach du First Dragon later. Die Wichsers. Das hat so unfassbar viel Dynamit, um da reinzukommen in so Stahlhäuser, wa? Ich meine, wenn der jetzt irgendwie den Raum hat am Anfang mit der Tür und dann hat er irgendwie nochmal so Eisentüren drin, dann brauchst du direkt irgendwie schon 6 oder 9 von den scheiß Explosive. Das ist einfach finster, aber nicht so, genauso geil ist. Das ist der Hacking-Game hier. Ja, wo bist du da hingerannt? Ich bin nirgendwo hingerannt, ich stehe immer noch vor der verkackten Tür. Was? Dann war da oben auf dem Hügel einer. Ich bin da oben auf dem Hügel. Da ist auch ein Zombie. Ui! Hi. Den ich nicht treffe. What the? Wie kann der das bitte überlebt haben? Wieso schießt du denn hier hinten hin? Die Schüsse sind hier hinten bei mir eingeschlagen. Ich bin unschuldig. Oh, Metall hier, what the fuck? Alles crazy people. Wie viel C4 braucht man denn so für eine Metallwand? 3, für eine. Und wenn dahinter, für eine Tür 3. Für eine Wand weiß ich das gar nicht. Braucht man nicht, ach so. Ja, für, ja, wie viel haben wir denn? 3. Also wobei, hier kommen wir immer einen rein. Kommen wir rein? Oder ist ein Fenster? Da können wir uns hochbauen, wenn wir wollen. Alles dabei, ich habe extra Holz mitgenommen. Ja, probieren geht über Studieren, oder? Ich versuche gerade nochmal auf den. Baut man denn dann am besten, um da hochzukommen? Könntest du wieder so eine Stelze bauen? Ah, ne, da brauchst du erst einen Ground für. Ja. Da oben, ich glaube, die haben da oben aber auch wieder eine Metal Door. Also ich glaube, ich gucke hier gerade mal von dem Felsen da oben rein. Ja, ich bin überlegen, ob man nicht sich einfach aufs Dach bauen soll. Weißt du, dann baue ich hier einfach die Treppen hoch, bis wir oben sind. Das glaube ich, da mache ich. Ich glaube, dass die Shack doch dazu da ist, da hochzukommen, oder? Hat das dich schon jemand ausgenommen? Ja, aufs Dach bringt uns nichts. Da oben ist, glaube ich, wieder eine Metal Door, also. Ne, warum? Quasi auf die Kante vom Dach. Dass wir quasi auf der Kante vom Dach rumlaufen können, oder nicht? Ja, aber da oben weißt Raum. Du, wo ich stehe? Ich kann nämlich da oben rauf gucken. Ach so. Hier auf dem Felsen daneben. Da oben ist tatsächlich ein Hohlraum, ja. Und da gibt's allerdings noch mehr Metallwände. Das ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, muss ich zustimmen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die da oben nur zusätzlich noch eine Metal Door platziert haben. Weil die haben dann nämlich nur so einen Vorbau. Ja, würde Sinn machen. Das ist, was ich meine. Würde Sinn machen. Auf der anderen Seite kostet das nicht wirklich viel Holz, mal kurz hier so ein Foundation hinzulegen und 2 Treppen hochzubauen. Ja, wenn das funktioniert, wir hatten ja letztes Mal ein bisschen Probleme mit der Platzierung, aber naja. Warum sollten wir es nicht mal probieren mit Stefan? Okay. Dann brauche ich allein 40 Sekunden zu bauen.